Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Herzlich willkommen zu diesem Video, Leute. Und einige von euch haben ja echt verdammt gespannt drauf gewartet, was mich im Übrigen mega, mega freut. Also meine DMs waren die letzten Wochen wirklich am Glühen. Tut mir leid, dass es sich ein bisschen länger hingezogen hat. Wir mussten noch auf ein paar Teile warten. Aber die neuen Bikes sind jetzt endlich da und fertig und ready to ride. Kurz dazu möchte ich ein bisschen was erzählen. Und zwar ist das jetzt tatsächlich ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht. Also es ist nicht nur einfach ein Sponsorship und eine Partnerschaft und eine Firma, die ich einfach so repräsentieren darf, sondern es ist eigentlich immer mein größter Traumsponsor gewesen, was das Ganze für mich umso krasser macht. Deswegen müssen wir einmal so, ich weiß nicht, ungefähr 14, 15 Jahre bestimmt zurückgehen. Es war wirklich mein allererstes Dirtjump-Rad damals, was ich mir selber komplett als Custom-Rad aufgebaut habe. Ich habe damals mit dem Sport angefangen und hatte dann immer so die Vision von so einem High-End-Rad. Und in diesem High-End-Rad war auf jeden Fall der Rahmen dieser Marke drin. Und das habe ich mir dann durch tatsächlich viel Ferienjobs und so weiter dann zusammengespart, habe mir online die ganzen Teile einzeln rausgesucht, bin dann in den Fahrradladen und habe dieses Rad bestellt. Und ja, dann zusammengebaut. Das Rad zeige ich euch auch gleich mal, blende ich gleich mal ein. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es tatsächlich her ist. Ich gucke es gleich nochmal kurz nach. Ist es tatsächlich wieder an der Zeit, ein Traum-High-End-Rad aufzubauen? Mit einem komplett neuen Rahmen natürlich. Das Dirtjump-Rad habe ich jetzt schon mal ein bisschen testen können die letzten Tage. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal die ersten Testclips, die ersten Testrides mit dem neuen Rad. Und dann erkennt ihr wahrscheinlich auch schon während des Videos, worum es sich handelt. Wir legen einfach los mit den ersten Testclips. Das sind meine neuen Bikes, also jetzt für Scott unterwegs und wirklich absoluter, nahezu Kindheitstraum, der jetzt in Erfüllung geht. Ich habe hier, wie gesagt, schon mein erstes neues Dirtjump-Bike, dazu kommt die Tage auch noch der Release und habe das jetzt auch schon ein bisschen getestet, bisschen Indoor, jetzt hier ein bisschen Outdoor endlich und gerade eben erst fertig aufgebaut, deswegen hat sich das Ganze jetzt auch noch so ein bisschen in die Länge gezogen, denn mir haben noch ein paar Teile gefehlt. Mein Scott Gambler, das Rad kennt man ja bereits. Ich habe es jetzt erstmal hier als Alu Full 27, als Freeride Rig aufgebaut und das testen wir jetzt gleich dann. Ich könnte kaum happier sein. Wie gesagt, das Dirtjump-Rad, absoluter Endgegner. Jetzt auch mit den Noah Carbon Rims und endlich mit den Titankurbeln. Und ja, das Gambler, würde ich sagen, testen wir jetzt einfach. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
wir sind in Spanien unterwegs und wir sind mal wieder im 4Riders Bikepark. Einer der besten Bikeparks für den Winter. Es ist nicht die Alternative, sondern ist das. Es genau gibt keine das. Alternative. Es gibt keine Alternative, sondern das ist genau das, was man machen muss. Nach Spanien fahren und in den 4Riders Bikepark fahren. Das machen wir jetzt. Also, wir sind schon da. Wir müssen nur noch Fahrrad fahren. Jo! Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, bin ich happier, wie ich nicht sein könnte. Über die neue Partnerschaft, über Scott. Mega geil. Habe jetzt auch endlich die Räder ein bisschen testen können, deswegen hat es so lange gedauert. Sorry nochmal dafür. Jetzt geht es hoffentlich wieder los in einer höheren Videofrequenz. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dachtet, beziehungsweise ob ihr schon wusstet, was es war oder richtig lag. Und es gibt aber auch noch weitere Sponsoren-News demnächst, was andere Sachen anbelangt. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was da noch kommen wird. Ein paar Sachen sind ja auch schon gesettet für die Saison, wie man im Hintergrund sieht. Ich möchte mich trotzdem auch nochmal sowieso natürlich bei Scott für die Partnerschaft bedanken, aber auch ganz herzlich bei euch und euer, rigoroses Interesse, reges Interesse, irgendwie sowas. Hat mich halt irgendwie mega gefreut, dass da wirklich so eine krasse Resonanz von so vielen ist und ich so viele Anfragen, so viele Nachrichten, so viele Kommentare bekommen haben und ihr auch so gespannt wart, was es jetzt sein wird. Ich hoffe, ich habe euch jetzt auch nicht enttäuscht, was ich nicht glaube mit dem neuen Sponsor. Und in diesem Sinne, gerne dem Video ein Like da lassen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ich glaube, 60% der Zuschauer sind keine Kanalabonnenten. Es ist umsonst, es wird mir ultra helfen und mich auch ultra freuen. Einfach mal einen Abo-Button drücken, einfach mal einen Like-Button drücken, einfach mal einen Kommi da lassen. Support ist kein Mord. In diesem Sinne, macht's gut. Peace. Ciao.